Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin und heute werde ich meinen Vertrag bei der GEW kündigen. Ich denke, das läuft darauf hinaus. Der Brief mit dem Kündigungsschreiben wird etwa wie folgt lauten. Liebe GEW, ihr habt euch in der jüngsten Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert. Ihr habt Mitglieder beleidigt, beschimpft, diskriminiert und diskreditiert. Ihr habt sie ausgegrenzt. Ihr habt so getan, als ob ihr solche Mitglieder einfach nicht habt. Mitglieder, die Kritik an Corona-Maßnahmen geübt haben. Doch, ihr habt solche Mitglieder. Ihr habt mich. Und ihr hättet mich vertreten müssen. Ihr hättet mir zur Seite stehen müssen. Ihr hättet keine Ausreden finden dürfen, warum ihr mich nicht vertretet. Das ist alles Larifari, das ist alles völlig am Ziel einer Gewerkschaft vorbei, der Lehrer beitreten können. Und ich habe mir tatsächlich auch nichts zu Schulden kommen lassen, dafür die GEW umso mehr. Und daher werde ich jetzt unverzüglichst zum nächstmöglichen Termin oder vielleicht auch noch sofort meinen Vertrag mit der GEW auflösen. Ich brauche das Geld für eigene gerichtliche Auseinandersetzungen mit Leuten, die mir nichts Gutes wollen. Und wenn die GEW mich nicht vertritt an dieser Stelle und das nach so langer Mitgliedschaft, dann ist das nur ein Armutszeugnis. Gut, also machen wir es kurz. Wir beenden die Mitgliedschaft zum nächstmöglichen Termin. Sie bestätigen mir das und hören sofort auf, Geld von meinem Konto einzuziehen. Eigentlich steht mir noch ein bisschen Schmerzensgeld von Ihnen zu. Ich würde mal vorschlagen, Sie überweisen mir die Beiträge der letzten 3 Jahre zurück, dass ich die dann selbst verwenden kann, eigenständig für Rechtsanwälte meiner Wahl, die meine Anliegen vor Gericht vertreten. Okay? Ich glaube, das war ein sehr faires Angebot. Ja?